So Leute, es geht hier weiter. Wir, oder vielmehr diesmal heißt es Fleur Plants versus Alien Plants. Oho. Okay, dann werden wir den erstmal, würde ich mal sagen, ganz dreist los, den scheiß Ryo. Denn ich möchte Karten-Advantage haben. For Necrofleur to make my play. Zieh eine. Success. Ich zieh noch eine. Super. So, und wir aktivieren Necrofleurs Awesome Effekt. Um Sorcier zu specialen. Sieht alles schon mal gar nicht mal so scheiße aus hier. Das ist halt, that's the best play. Okay, Storm. Leider nein, aber okay. Kann ich mit leben. Ich glaube, ich werde Tokens floaten. Wenn der irgendwo reinrennt. Okay. Ich floate Tokens. Genau, wo ist er? Dandy. Mach mal. Oh, Pot of Arise. Awesome. Ich da irgendwas. Na, ich könnte. Obwohl. F? Ich kriege zwei Tokens und den nächsten Sorcier. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich nicht in den dritten reinziehe. So, okay. Ich weiß so gar nicht, was ich gegen ihn zeigen soll. Ich bin echt. Das ist echt schwierig. Der TT war natürlich. Nee, das werde ich jetzt definitiv nicht aktivieren. Ich greife einfach mal ganz dreist an. Mit Sorcier. Jo.
gucken, was wird sich dann lohnen? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Okay, würde alles außer Debris zurückkehren. Okay, mach mal. Nee, alles außer Dandy. Gerumpel-Synchronisierer hätten wir jetzt am Start. Irgendwas? Nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Okay. Oh, das ist schwierig jetzt. Ich glaube, ich mache trotzdem die Allure. Draw Power, Bro. Draw Power. Wie witzlos. Okay, dann nochmal some. Saucier. So, dieses Mal wird es hoffentlich was werden. Oh, Glow Up Bulb, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, set this und. So. Ja, ich hätte normalerweise hätte ich Greed sofort aktiviert, aber okay. Okay, that's game. Also da sieht man an solchen Situationen, wie viel Draw Power dieses Deck echt haben kann. Ich weiß nicht, was ich siden soll. Was? Soll ich was siden? Ich würde sagen, ich side noch gar nichts. Ich denke mal, ich side noch gar nichts. Ich mache einfach mal. Weil ich sehe es noch nicht wirklich so für nötig, was reinzunehmen. Die Hand ist ein bisschen suboptimal, aber ich denke mal, ich werde Tomato einfach mal dreist setten. Oder Dandy. Set Dandy. Ein Call für den Fall, dass der Breeze negiert wird. Oh, da kommen die Ruinen. Okay. Just some music tomato. So, immer wenn ein Alien-Monster zerstört wird, kriegt er einen Counter. Und wenn er zwei Counter vom Feld generell entfernt, kann er halt eine Reborn machen für ein Alien-Monster. 400. Aber wo ist er? Necroflur?
Necrofleur. That's pretty awesome. Aber ich möchte sein Dandy nicht wieder zurückschicken. So, Black Rose. F. Was ist das denn? Destroy a Phaser. Okay. Sorciere de Fleur is incoming. So. Okay. A-Counter, okay. Ah, okay, jetzt kann er das ja specialen vom Grave. Sack for. Oh. What? Hä? Ach, der specialt vom Deck. Ach so, okay. Hier, Triangle. 1,8, okay. Zerstört. Supi. F. Eins. Success. Holen wir wieder was. Synchronisieren möchte ich nicht damit. Ich habe, glaube ich, gar keinen anderen Level 7er, ne? Ne, habe ich gar nicht. Außer Black Rose habe ich keinen anderen Level 7er, den ich benutzen kann. So, das war's. Mal gucken, was wäre Top-Deck gekommen. Na, lol. Okay, bis zum nächsten Runde. Also, bis dann und ciao.